Oh, sorry, ich störe wohl gerade. Ja, ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand hereingesagt hätte. Das ist Markus, Ginas Bruder. Ach so, verstehe, der Typ mit der eingebauten Fu... Ja, und das ist Sophie. Hi. Hi. Alles Weitere ein anderes Mal erzählen. Wäre es allerdings, wenn du jetzt langsam die Tür schließen würdest, von außen. Klar. Ja. Viel Spaß noch. Mal Glühwein und jemanden, den man einfach zum Fressen gern haben muss. Sag mal, bist du nicht ein bisschen spät dran? Nikolaus ist doch schon lange vorbei. Ja, aber der kleine Mann stand so einsam und verlassen im Supermarkt, da habe ich gedacht, bevor er zum Osterhasen verarbeitet wird. Ich weiß, alleinstehende Männer haben es dir ja leider angetan. Moment. Oh, danke. Ist irgendwas? Gib mir eine Chance, ich komme sofort drauf. Dein Ring. Du hast den Nasenring abgenommen. Oder hast du ihn verloren? Nein, nein, nein. Hier. Da. Warum trägst du ihn nicht mehr? Ach, ich denke, die Phase ist irgendwie vorbei. Welche? Naja, ich meine, ich habe jetzt meinen Job wieder und ich möchte diese Gelegenheit wirklich nutzen, was aus meinem Leben zu machen. Und mit diesem Ring, da sehe ich doch irgendwie unseriös aus. Aber du arbeitest in der Musikbranche. Glaubst du, das stört da jemanden? Nö, aber das ist auch nicht der einzige Grund. Ich meine, ich habe den Ring doch damals gekauft, als Fiona mich von der Straße geholt hat. Und damals wollte ich auch ein anderes Leben, ein neues Leben, so beginnen. Und jetzt legst du ihn ab, weil wieder was Neues anfängt? Puh, hoffentlich bleibt das die einzige Veränderung. Naja, ich meine, habe ich denn da noch Platz in deinem neuen Leben? Giro ist unten. Ich muss so schnell wie möglich runter, ehe er raufkommt. Und du musst verschwinden, ja? Ja, ja, geht klar. Scheiße. Kannst du dich in deinem Zimmer umziehen? Hast du die Sachen? Schnell. Uhr. Okay. Tschüss. Tschüss.